Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um Häufigkeiten gehen. Und wir hatten ja schon bereits darüber gesprochen, wie man aus einer Urliste eine Stichprobenliste erstellt, wo man die Häufigkeiten daraus ersehen kann. Diese Häufigkeiten sind sehr relevant, wenn wir statistische Daten auswerten wollen. Statistische Daten spielen in der Mathematik eine sehr wesentliche Rolle und sind auch einer der wenigen Teilbereiche der Mathematik, die tatsächlich den größten Praxisbezug haben, den man nur haben kann. Denn von statistischen Daten hängt ja eine Vielzahl von dem ab, was wir in unserem täglichen Leben so sehen. Wir wollen jetzt in diesem Video darauf eingehen, was relative und absolute Häufigkeiten sind und greifen wieder auf unsere aus der Urliste zurückgeführte Klassenarbeitsliste zurück. Denn wir haben ja aus einer Urliste, wo wir quasi die Klassenarbeiten ungeordnet, nicht nach Noten sortiert, gar nicht, so übereinander liegen hatten und einfach nur aufgeschrieben haben, 1, 1, 2, 3, 4 und so, welche Noten entstanden sind, eine geordnete Liste gemacht, so eine Art Notenspiegel, wie wir ihn kennen. Und der fiel ja folgendermaßen aus. Wir hatten einmal, wir hatten die Note 1 viermal vertreten, die Note 2 ebenfalls viermal vertreten. Die Note 3 war mit 8 ausgefallenen Arbeiten schon sehr, sehr oft vertreten. Und dann kam der Spitzenreiter, die Nummer 4. Die Note 4 hatten ganze 10 Leute und eine 5 hatten 5 Leute. Es gab in unserem Fall jetzt keine 6. Daraufhin wollten wir ja mal wissen, wie viele Schüler und Schülerinnen haben denn die Klassenarbeit eigentlich mitgeschrieben? Waren alle da von meinen 35 Schülern oder nicht? Und deswegen zählten wir zusammen, und das wird jetzt noch wichtig sein, wie viele Klassenarbeiten geschrieben wurden. Und wir haben 4 plus 4 sind 8, plus 4 sind 16, plus 10 sind 26, plus 5 sind 31 Klassenarbeiten haben wir geschrieben. Jetzt unterscheiden wir, wenn wir die Häufigkeiten betrachten, zwei verschiedene Arten von Häufigkeiten. Und zwar dient dieses Video dazu, euch die mathematischen Bezeichnungen näher zu bringen und euch anhand eines praktischen Beispiels zu zeigen, was man wie nennt und warum. Also es wurden 31 Arbeiten insgesamt geschrieben und die 1 wurde viermal geschrieben, die 2 wurde viermal geschrieben und die 3 wurde achtmal geschrieben. Und dieses Auftreten einer bestimmten Ausprägung in einer bestimmten Häufigkeit, das nennt man die absolute Häufigkeit. Das heißt, es gab in meinem Stapel von Klassenarbeiten 10 Klassenarbeiten mit der Note 4 und 8 Klassenarbeiten mit der Note 3. Das nennt man absolute Häufigkeit. Und relativ ist ja, wenn man etwas zueinander ins Verhältnis setzt. Nun kann man sagen, dass ja alles irgendwie zueinander im Verhältnis steht. Und darum ist es so, dass wir unsere absoluten Häufigkeiten ins Verhältnis setzen zu den geschriebenen Arbeiten. Das bedeutet, dass wir erst ausrechnen, also wenn wir die absoluten Häufigkeiten haben, haben wir ja die Stichprobe sortiert, schreiben das unter die Ausprägung. Und die relativen Häufigkeiten funktioniert ganz einfach. Wir schreiben oben die absolute Häufigkeit hin und unten die Anzahl der Arbeiten. Also in den Zähler schreiben wir die Ausprägungsart des Merkmals hin, also ob wir nur 8 Klassenarbeiten oder 4 hatten. Und unten erscheint dann im Nenner die Anzahl der Klassenarbeiten. Das hat den Effekt, dass wir so deutlicher sehen können, also wenn wir jetzt nur wissen, es wurden 10 Vieren geschrieben, dann sagt uns das ja im Prinzip noch nichts darüber aus, ob das jetzt viel oder wenig ist. Wenn wir aber dazu die Information haben, wie viele Arbeiten insgesamt geschrieben wurden, dann kann man sagen, dass uns schon dadurch eine wichtige Information zugetragen wurde. Es macht ja schon einen Unterschied, ob wir 4 Einsen haben in einer Klasse mit 40 Schülern oder ob wir 4 Einsen haben in einer Klasse mit 10 Schülern. Das macht ja schon einen großen Unterschied. Ja, deswegen, das wird für uns nachher auch noch sehr wichtig sein, wenn wir in den Bereich der Wahrscheinlichkeiten gehen. Das ist jetzt eher Statistik, aber die spielt auch mit rein. Also wir unterscheiden absolute Häufigkeiten und relative Häufigkeiten. Und die relative Häufigkeit ist einfach die absolute Häufigkeit ins Verhältnis gesetzt zur Anzahl der Stichproben. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Danke und bis bald.